Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit eurem AIDA Primetime Magazin mit drei wunderbaren Geschichten. Jenny Elvers war an Bord. Dann haben wir die Künstlerin Anastasia, die stellt sich ein bisschen vor und zeigt, was sie macht. Und tut das oder tut das nicht? Eine neue Ausgabe. Viel Spaß! Die Schauspielerin Jenny Elvers stellt ja gerade ihr neues mutiges Buch überall vor. Und bei uns war sie auch an Bord. Das war ihr erstes Mal auf einem Kreuzfahrtschiff und ich denke, es hat ihr richtig Spaß gemacht. Guck mal. Ich bin wirklich schwer begeistert und natürlich bietet so ein Schiff so viele Möglichkeiten. Also man kann Kochkurse machen zum Beispiel. Man kann hier wunderbar von einem Restaurant zum nächsten hoppen. Also nach jedem oder für jeden Geschmack ist was dabei. Und man hat seine ruhigen Ecken. Man kann ordentlich tanzen gehen, wenn man Spaß dran hat. Also das alles wirklich zu genießen, also theoretisch muss man sowieso ein zweites Mal kommen. Was war so der beste Moment? Also es sind natürlich ganz viele beste Momente, das kann ich wirklich sagen. Also das ganze Paket eigentlich. Also das Schiff ist wunderschön, der Service ist perfekt. Ich meine, das Spa ist super schön. Ich habe mir mehrere Vorstellungen hier auch angeschaut, also Shows. Paul war viel am Sporten. Ich habe mich herrlich von links nach rechts gedreht in der Sonne. Landausflüge sind teuer. Also ich kann das gar nicht so festmachen an nur einen bestimmten Moment. Also hier abends die Sonne untergehen zu sehen auf dem Schiff ist zum Beispiel etwas, was einfach bezaubernd ist und wo man vielleicht auch mal die Kamera aus der Hand legen sollte, einfach mal gucken und genießen. Sehr, sehr, sehr schön, dass du da warst. Hat den Gästen auch wahnsinnig viel Spaß gemacht tatsächlich. Die Primetime auch, die wir zusammen gemacht haben. Also das kam sehr, sehr gut an. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen. Auch Gäste sind zu mir gekommen und gesagt, wie, Jenny Elvers ist bei uns an Bord. Ganz toll. Schön, groß. Das freut ja, mich. Die waren auch sehr positiv überrascht. Betty hat übrigens auch hier ganz oft schon auf dem Schiff angesprochen. Immer so, ja, und ist das okay, wenn wir ein Selfie machen und so? Ja, es ist okay. Gerne kommen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ja, also ganz im Gegenteil, da freue ich mich. Das ist ein positiver Zuspruch. Und es ist wirklich so, ich habe viel erlebt in meinem Leben. Viel positive, aber auch sehr viel negative Sachen. Also ein bisschen Achterbahn, bisschen Umwege gegangen, aber ich sage immer, wenn man viele Umwege geht, dann hat man zumindest Ortskenntnis. Wo kann man dich denn das nächste Mal live sehen? Ich habe ja gesagt, der Kinofilm startet im Herbst und da ist natürlich immer sehr viel Promotion vorher angesagt. Sprich, man ist dann in den diversen Talkshows unterwegs. Und in der ersten Septemberwoche kommt auch meine Biografie raus. Und dementsprechend viel Arbeit ist dann natürlich mit verbunden. Ich habe hier wirklich in den letzten Tagen, wurde ich, wie gesagt, so oft angesprochen, auch einfach so und auch dieses freundliche Miteinander hier finde ich ganz imposant und herrlich und fühle mich sehr, sehr wohl. Also noch einen wunderschönen Urlaub. Super, mit diesen Worten vielen lieben Dank, liebe Jenny. Ich knutsche die Nummer. Wir sehen uns bestimmt noch. Vielen Dank. Genau, kannst du einfach ich mitnehmen. Ich nehme das Mikro mal mit. Tschüss. Tschüss, danke schön. Unsere Artisten und Akrobaten reden ja nicht so viel auf der Bühne. Sie überzeugen durch Körperbeherrschung und durch ihr Talent. Wir haben mit Anastasia gesprochen und sie erzählt uns mal aus ihrem Leben. An Bord und wie es zu Hause war. Меня зовут Настя, я артистка и шоу-ансамбля. Мое направление – каучук. Я родом с Украины, сейчас живу в Киеве. Меня перевели в 4 года. Это произошло случайно, так как я увидела, как девочка делает мостики, шпагаты, танцует. Родители увидели мои горящие глаза, спросили, хочешь ли ты заниматься тем же, хочешь ты делать это, на что я без раздумьев ответила, что да. И буквально через пару дней я оказалась в студии по художественной гимнастике. Мне нравится, что это с первого взгляда очень легкий вид спорта, но он грациозный, элегантный, но в то же время он тяжелый, не терпит жалости к себе. Но до этого, когда у нас был репетиционный период в Гамбурге, специально обученный человек нам помогал, учил нас, обучал. Сейчас макияж я делаю самостоятельно с помощью книги, в которой поэтапно описано, что нам нужно сделать. С волосами мне помогает мой дрессер. I'm done. У
Мне нравится работа на корабле тем, что ты совмещаешь путешествия, общение с новыми людьми и в то же время ты занимаешься своим любимым делом. То, что я умею, хочу и то, что я сейчас люблю. Und weil es immer so lustig ist und weil unsere Gäste ihren großartigen Humor beweisen, noch eine Folge Tut das oder tut das nicht. Viel Spaß wünsche ich euch. Dann würde ich mal sagen, erstes Video an. Würden Sie dort rüber gehen und den Zweien, die gerade Tischtennisball spielen, einfach den Tischtennisball klauen. Dafür gibt es den Cocktailgutschein. So, wird der Tischtennisball geklaut oder nicht? Ja. Ja? Wir schauen mal rein, ob es stimmt. Oder selbstverständlich mache ich das. Und jetzt müssen wir darauf achten, wie sie es macht. Achtung, sie lauert und zack. Jawohl, das war richtig, Luisa. Würden Sie, wenn der Barkeeper jetzt da hinten das nächste Getränk an Gast rausgibt, das Getränk einfach nehmen und dem Gast klauen? Oh, oh, das ist schön. Und, macht sie es oder nicht? Sie macht es. Würde ich machen. Ja? Boah. Na dann los. So mutig muss man erstmal sein. Achtung, zack. Und die Dame. Dann habe ich einen Cocktailgutschein für Sie, aber nur, wenn Sie jetzt einmal dort hinten hingehen, quasi genau geradeaus, da wo die ganzen Leute liegen, und einmal laut schreien, habt ihr die Delfine gesehen? Hat sich die Frau getraut, die ganzen Leute zu verwirren? Nein, glaub nicht. Nein? Nö. Okay, wir schauen mal rein. Danke. Nein. Nein, vielen Dank. Oh. Jawohl, Matthias. Dafür gibt es einen Cocktailgutschein. Würden Sie für einen Cocktailgutschein sich hier vorne hinstellen und wenn der Nächste kommt, zu ihm sagen, Sie kommen hier nicht rein, heute ist über 60 geschlossen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat so einen Spaß gemacht, liebe Gäste. Und, macht der Herr das oder nicht? Ja. Er macht's? Sicher? So dreist? Ja, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Okay, dann schauen wir mal rein. Mach ich. Ja, macht er. Machen Sie. Achtung, wir haben das noch gefilmt. So, jetzt möchten die Dame und der Herr rein. Hier ist heute kein Einlass. Das war so genial. Es hat so einen Spaß gemacht. Würden Sie für einen Cocktailgutschein jetzt einmal rausgehen und im Vorbeigehen das Handtuch abräumen von dem Stuhl davor? Und, macht er es? Das macht er. Das macht er? Schauen wir mal rein. Ja, würde ich machen. Ja, dann los. Achtung, jetzt. Der Blick. Der Blick. Sie macht auch nichts. Sie macht einfach nichts. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Cocktail gewonnen. Und wenn auch ihr mal sowas Lustiges erleben wollt oder Prominente an Bord treffen oder tolle Ausflüge machen, dann geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, ihr habt darauf gewartet, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Barcelona und fahren als erstes nach Palma de Mallorca. Es geht weiter nach Ajaccio auf Korsika. Auf nach Civitavecchia, Rom erwartet uns. Noch ein Halt in Livorno und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Barcelona. Und zum Schluss, wie immer, haben meine Kollegen die schönsten Bilder von Bord zusammengesammelt und mit toller Musik hinterlegt. Viel Spaß wünsche ich euch und eine tolle Woche. So far away. Still so near, the lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. But I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss some. Oh, and I'm giving it my all. I'm not the guy you're taking home. Oh.
I just came to say goodbye.